Es blitzt, es grollt, es ist brütend heiß. Im Schloss werkt eine Maschine. Sie wird gefüttert. Alles, was man ihr zuführt, wird verarbeitet, umgearbeitet und an anderer Stelle wieder ausgeworfen. An wieder anderer Stelle gebiert die Maschine organische Wesen. Es sind das Wesen, die aus Köpfen mit Gesichtern bestehen, um welche sich Geschichten ranken. Andere haben kein Gesicht. Es sind Affen. Ja, jetzt erkennt man sie. Kleine Affen, die scheinbar zu dieser Apparatur gehören. Ich atme tief durch. Das Versprechen, das der Zauberer vermittelt, ist, dass etwas Magisches passiert. Das Geschäft des Zauberers ist, dass er ein Illusionist ist. Das heißt, er muss eine Illusion erzeugen, die der Erwartungshaltung des Betrachters entspricht. Oder sie natürlich übertrifft. Das heißt, er gibt vorweg ein Versprechen möglicherweise ab. Mein Anspruch ist, ein Illusionist zu sein, meine Versprechen einzuhalten, und deswegen arbeite ich so hart und so lange an diesen Dingen, bis sie dann halt wahrscheinlich gar niemand mehr versteht. Und wenn es gar niemand mehr versteht, dann will es auch nichts. Das Ding ist es, worum es geht, nicht ich. Das soll euch locken, verführen, begeistern, anwidern, soll euch herauslocken aus eurer Wohlfühlzone. Vielleicht hinein in eine andere Wohlfühlzone bringen, in eine viel bessere, breitere, fettere Wohlfühlzone. Das ist das, was ein Bild kann. Das heißt, das Versprechen wird insofern realisiert, dass man sich selbst gegeben hat, dass man eigentlich eine Tatsache gebiert. Und Tatsache ist ein wichtiges Wort, das ist eine Tat geschehen auf einer Sache. Und die ist dann da. Und ihr könnt das fressen und ihr könnt das nicht ausschauen, ihr könnt das verbrennen, ihr könnt es machen damit, was ihr wollt, aber es ist da. Und das ist der wesentlichste Punkt eines Tafelbildes überhaupt. Es ist da. Naja, der Frankenstein, der Übermensch, der Nietzsche da auf der Zunge zum Beispiel hier oben, da auf die, was mit einem Schuhabdruck ist, schau dir das an. Siehst du das da, die Zeichnung, da über der Waffe. Er lässt sich den Nietzsche auf der Zunge zergehen, kann man sagen. Ja? Und dann aber wird aus diesem aufgerissenen Maul ein Schuh, da war daraus ein Schatten. Ja? Das ist ja das, was ich auch tue. Ja? Was ist der Tomak anderes als ein Schatten von mir? Ja? Und kann man sich von diesem Schatten lösen? Den hat man sich zurechtgezimmert. Der Schatten ist, das ist ein großes Bild jetzt und ein großes Thema, und das ist auch eigentlich vielleicht überhaupt das Thema. Dieser Schatten, den man an die Wand gemalt hat, der sich von selbst an die Wand malt, den habe ich versucht immer zu gestalten. Das heißt, der Tomak ist, ich bin der Wanderer, der Tomak ist mein Schatten. Und dieser Schatten darf vieles, was ich gar nicht darf. Nur wo kommt dieser Schatten her? Der Schatten ist ein Rezept für mich gewesen, um in dieser Kunstwelt eine Position einzunehmen, die eben nicht mit dieser Kunstwelt konform geht, sondern eine Gegensicht einzunehmen, ein Antipode sozusagen zu sein.
Es gibt zwei oder mehrere Ansätze der Zauberei, der Verzauberung seines Publikums, aber auch seiner selbst, nämlich der dir das Wiegenlied singt und dich einlullt in deiner Welt, das heißt, er gibt dir Recht in deinen Empfindungen, er versteht dich, er respektiert dich, er glaubt an die Würde. Das sind die Lügner. Und dann gibt es mich, den Verführer. Ich komme mit dem Vorschlaghammer. Und dieser Vorschlaghammer muss aber so erotisch sein und so gut gemacht sein und so anziehend sein, um die Leute zu mir zu holen. Um die Leute, die es dann wirklich interessiert und mit denen man dann wirklich gute Gespräche führen kann, in diese dunklen Ecken locken kann, wo ich mich bewege in Wahrheit, in meinem Denken, aber nicht dunkel, weil sie böse sind, sondern dunkel, weil dort noch niemand hingeleuchtet hat oder erst wenige hingeleuchtet haben und ich es in meinem Aufgabenbereich sehe, das zu bebildern. Von der Decke hängen Ketten und Schläuche. Es scheint, als ob diese Maschine über Jahrzehnte hinweg gebaut wurde. Die Metallteile überwiegen. Sie scheinen der Stabilisator zu sein, der dieses Machwerk zusammenhält. Im Inneren scheint es lebendig zu sein. Man möchte meinen, man hätte einen Affen herumwerken sehen. Erst durch das Auge entsteht das Licht. Das ist ähnlich gut wie am Anfang war das Wort. Diese Dinge haben so viel philosophische Sprengkraft. Nämlich, am Anfang war das Wort. Das ist der beste Satz, den man als Autor wählen kann. Als Autor wohlgemerkt. Und als Maler ist der Satz, erst durch das Auge entsteht das Licht, ein guter Satz. Das heißt, die Form des Transportes der Information gibt eigentlich vor, wie man eigentlich selbst an die Sache rangehen muss. Der Autor muss das Wort in die höchste Ebene stellen und der Sehende muss das Bild logischerweise an die erste Stelle stellen. Ich habe immer versucht, beide Elemente miteinander zu verweben und zu vernetzen. Für mich ist ja alles Bild, das heißt, alles, was ich sehe, ist Bild, alles, was ich schreibe auf einem Zettel, ist natürlich sofort ein Bild. Diese Vielfältigkeit der Bilder, die auf mich einströmt, möchte ich ordnen. Diese Ordnung passiert eigentlich als grundlegender Schritt, als erster Schritt auf meinen Bildern. Es wird sozusagen eine Ordnung aus diesem Chaos gemacht, eben Chaos, Kosmos. Kosmos heißt ja Ordnung. Und das ist eigentlich das, was ich mir über, ich sag, mindestens 25 Jahre erarbeitet habe, ist diese Ordentlichkeit der Bilder, auch die Ordentlichkeit der Persönlichkeit, das Ordentliche, das Gründliche, vielleicht meine ich das noch, ist das Wort gründlich noch besser, von der Ordnung zur Gründlichkeit und nämlich die Gründlichkeit des Denkens und des Sehenlernens. Nämlich nicht irgendwo aufhören, wo man glaubt, dahinter ist nichts mehr, zeigt mir geradewegs meine Ordnung, mein Ordnungssystem, das ich schaffe bei jedem Großformat. Und also das beginnt natürlich im kleinen Format durch die Waagrechten und Senkrechten, die aber dann umspielt werden durch eben möglicherweise das Magische, das Apollinische gegen das Dionysische. Das ist eigentlich der Kampf, die Verwebung, die energetische Verwebung der Dinge zueinander. Das sind, jetzt könnten wir ganz in die Anfänge der Physik zurückgehen und sagen, das sind wie magnetische Anziehungskräfte oder Abstoßungskräfte, die ich hier thematisiere. Ich setze Dinge zueinander, die augenscheinlich auf den ersten Blick nicht zueinander gehören, stelle keine moralische Frage, sondern gehe über diese moralische Frage hinweg. Und das meine ich mit Gründlichkeit. Diese aufgesetzten Floskeln, die wir uns angewöhnen, um zusammenleben zu müssen, versuche ich außer Kraft zu setzen, auszuhebeln,
Eigentlich sind es auch Fragen, die ich hier stelle auf den, meinen großen Bildern und auch natürlich auf den kleinsten Dingen. Diese Fragen hätte ich gerne so beantwortet, mit so einer Mühsal, wie ich sie gestellt habe. Es gibt vorausgebildete Erzählstränge, mit denen wir aufwachsen, die wir auch bebildert haben. Oder bebilderte Erzählungen ergeben bei uns Erzählstränge, das heißt Kausalzusammenhänge, die wir mit diesen Darstellungen verknüpfen. Diese verknüpften, kausal zusammenhängenden Darstellungen sind Klischees. Das heißt, wie schaut eine Frau aus, wie schaut die Madonna aus, wie schaut der Jesus Christus aus, wie hat ein Mann auszusehen, wie hat er sich zu benehmen und diesen ganzen Dreck versuche ich aufzubrechen, versuche hinter die Kulisse sozusagen zu schauen, denn es sind nichts anderes, diese Ikonen, ikonografischen Darstellungen sind nichts anderes als Kulissen, die hin und her geschoben werden vor unserem inneren Auge und auch vor unserem tatsächlichen Auge. Und mein Mittel der Darstellung ist letztendlich die Explosionszeichnung. Das heißt, ich seziere das Dargestellte, schaue hinein, wie ist es zusammengebaut, welche Bestandteile benutzt dieses Klischee, um überhaupt ein Klischee sein zu können. Und diese wissenschaftliche Herangehensweise der Darstellungsmöglichkeiten versuche ich anzuwenden auf diese Klischees und durch dieses Auseinanderziehen und hindurchblicken und hineinschauen, erkläre ich mir und vielleicht auch ein wenig der Welt, wo diese Klischees herkommen, wie sie funktionieren und was ihre Funktion tatsächlich auch in der Gesellschaft bewirken soll und bewirkt. Und da hineinzuschauen, das ist eigentlich das, was ich in Wahrheit mache. Zur Technik ist zu sagen, was habe ich da entwickelt die letzten 20 Jahre? Ich habe gesehen, dass ich, wenn ich zeichne, ja in Wahrheit das Licht lösche. Das heißt, dort, wo es dann nicht gezeichnet ist, ist das Licht. Und der Bildträger, das heißt der Bildträger der Zeichnung, ist das Zeichenblatt. Und darauf wird mit Bleistift, bei mir halt mit Bleistift, gezeichnet. Was macht er? Er malt die Schatten. Ja, er malt die Schatten und bei den Texten ist es so, dass halt schwarz auf weiß sozusagen der Text steht. Bei der Malerei ist es dann so, eigentlich will ich den Bildträger wie bei der Zeichnung unten sehen und der Bild, eben das Licht ist die Grundierung und ich lösche eigentlich mit einer Farbe, suggeriere ich die Information, die ich mitteilen möchte in ästhetischer und auch inhaltlicher Weise. Und der nächste Schritt war dann, den Bildträger Bildträger sein zu lassen, das heißt, es ging dann um die Grundierung, das war dann von meinem großen Zyklus, den Waldorf-Zyklus, mit Schultafellack grundiert und mit Kreide draufgeschrieben. Und genauso kam es dann beim schwarzen Zyklus zu einer Umkehr, das heißt, ich habe dann auch, und Umkehr auch im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe also den Bildträger dunkel gemacht und habe also den Informationsträger dunkel gemacht und die Information mit heller Farbe drauf geschrieben, das heißt eigentlich im Negativ.
Das heißt aber auch, das Schwarze hat schon einmal das Licht gelöscht. Das heißt, es füllt schon einmal das Auge und den Raum aus. Und dann genügen Tupfer, kompositorische Tupfer und Informationen, die leicht und locker hineingetragen werden, erzeugen plötzlich eben eine Melodie. Das ist bei Schwarz auf Weiß nicht so einfach, weil das Auge sich nicht so hineingesogen fühlt wie in die schwarze grundierte Fläche. Das heißt, ich habe es einfach bei meinem schwarzen Zyklus umgedreht. Und das Auge ist sofort einmal erfüllt durch Dunkelheit und in dieser Dunkelheit entstehen Lichter. Und diese Lichter haben bei mir eine Ordnung. Und diese Ordnung wird eben durch das Chaos, durch die, und jetzt können wir sagen, wenn wir schon von dunkler Materie sprechen, wird eben hier diese dunkle Materie als Verwebung und dynamische Energie auch eingesetzt. Durch Verunreinigungen dann in der Fläche entstehen Stolpersteine fürs Auge, aber auch angenehme Stolpersteine, die wir kennen aus dem Alltag, verunreinigte Häuser, Fronten oder Mauern, die ein bisschen abgebröckelt sind. Dieses Spielen auch mit dieses, es sei schon immer da gewesen, dieses Ding. Es ist nur falsch gehandhabt worden. Es sieht bei mir immer alles ein wenig montagenhaft aus, ein wenig zerbröckelt aus, trotz seiner Perfektion. Das ist dieser Grenzgang, den ich gehe, um den Betrachter nicht vor eine glatte Werbewall zu stellen. Er tut sich auch leichter hineinzusteigen, weil er es nicht als so heilig betrachtet wie eine spiegelglatte Fiberglasfläche. Ja. Also ich möchte den Betrachter hier auch durch das Dreckige, das Rotzige, möchte ich ihm einen Einstieg auch verschaffen. Denn wenn er hingeht, sieht er diese unglaubliche Qualität, wie das gemacht ist. Und dann sieht er, der rotzt in diese Perfektion hinein, damit es auch kompositorisch stimmig ist. Denn Fehler passieren beim Bildermachen und diese Fehler merze ich aus. Und dieses Ausmerzen habe ich aber auch zur Kultur gemacht. Und was ich noch anmerken möchte, es gibt dann auf diesen Flächen wie bei der Zeichnung kein oben, kein unten, kein hinten und kein vorne. Das haben nur wenige Künstler geschafft, das hat der Basquiat geschafft, das hat der Picasso nicht geschafft. Beim Picasso passiert noch immer alles auf einer Theaterbühne. Der Basquiat hat es geschafft, dass er oben einen Kopf hinmalen kann, unten einen Kopf hinmalen kann und daneben irgendeine Zigarettenpackung und auf die Zigarettenpackung kann er wieder was draufmalen. Das ist so unglaublich kompliziert gewesen, mir das zu erarbeiten, denn auf der Zeichnung funktioniert es. Da kannst du was hinzeichnen, wie die wissen, und das ist das, was mich eigentlich dann eben in die wissenschaftliche Zeichnung, aus der wissenschaftlichen Zeichnung, weil die tut das. Die zeichnet oben was hin, schreibt daneben dazu, was es ist und schreibt darunter eine Erläuterung dazu und zeichnet noch einmal einen Ausschnitt dazu. Und diese Sprache habe ich mir genommen und habe sie übertragen in meine Bildwelten, in meine Kompositionen, in meine Kosmologien. Meine Arbeit hat sich insofern entwickelt oder verändert. Also entwickeln ist ein Begriff, der immer falsch angewandt wird, das möchte ich auch sagen. Weil wir Menschen, glaube ich, die Menschheit hat sich entwickelt. Das ist ja zum wieder ein totaler Irrtum. Die Menschen waren immer so gescheit und so deppert, wie sie immer schon waren. Sie haben nur im Zusammenleben und in der Kommunikation viel gelernt und haben dadurch Dinge erzeugen können, die wir heute bedienen und glauben, wir haben uns entwickelt. Das ist natürlich falsch. Genauso ist Entwicklung in der Kunst ein falsches Wort, sondern man hat sich verändert. Man hat sich nicht den Umständen angepasst, sondern man hat, wenn man etwas gemacht hat, hat man es gemacht. Das heißt, man muss etwas anderes machen oder das, was man gemacht hat, verbessern. Verbessern ist aber nicht immer richtig. So, dass in diesen weisen Worten kann nur ein älterer Mann sprechen, denn die Jugend glaubt immer, dass etwas besser wird, wenn man es noch einmal macht. Das ist falsch. Der erste Wurf ist meistens der energetische.
Der zweite Wurf ist der analytische. Diese Balance gibt es zu halten. Natürlich lernt man aus gewissen Darstellungen, die man verbrochen hat, dass man da vielleicht ein bisschen was anders machen hätte können. Und da sind wir jetzt bei der Kunstbeurteilung. Was braucht die Kunst und was braucht sie nicht? Und wenn ich gefragt werde, wie sich meine Kunst entwickelt hat, dann sage ich, sie hat sich vom Betrachter distanziert. Das heißt, sie will ihn nicht mehr mit plakativen Lockstoffen in ihren Bann ziehen, sondern sie möchte einen gewissen Grad an Distanz wahren und eine gewisse Vornehmheit sich bewahren, dass nicht jeder Idiot sofort in meine Bildwelt hineinstolpern kann. Das heißt, ich habe mir das so zurecht gemalt und gezeichnet und gedichtet, dass ich ein Aussiebeverfahren schon beim Betrachter vornehme. Kanzler, Minister und alle Idioten, Tod oder Exil! Der optimale Betrachter meiner Kunst wäre wahrscheinlich Goethe. Der Hochschulreform ist Irrtum! Museum der angewandten Kunst, Tod oder Exil! Weshalb der Goethe für mich der liebste Ansprechpartner meiner Kunst wäre, kann ich ganz offensichtlich beantworten, weil er tot ist. Musik